Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Koplin, der Minister hat eigentlich auch meinen Grundgedanken der Argumentation vollumfänglich dargelegt. Deshalb kann man sich das hier relativ kurz machen. Ich will zu Ihrer Servicestelle sagen, es kann ja sein, dass wenn die Kulturschaffenden das betrachten, dass es tatsächlich sinnvoll ist, so eine Stelle einzurichten. Was ich glaube aber, und der Minister hat es auch gesagt, wir werden sehr schlecht beraten, wenn das Land federführend so eine Servicestelle einrichtet. Da kann man dann zu der Frage kommen, warum nur im Kulturbereich, was ist mit Sportvereinen, vielleicht brauchen die auch so eine Servicestelle oder Feuerwehren oder was wir noch für andere ehrenamtliche Vereine bei uns im Land haben. Da kann man das alles überlegen. Und deshalb glaube ich, wenn die Kulturszene vielleicht regional begrenzt oder auch landesweit zu der Auffassung kommt, wir brauchen sowas, dann sind wir, glaube ich, gut beraten, dass sowas auch aus der Kulturszene heraus wächst. Denn immer wenn wir als Land irgendeine neue Institution auch über die Kultur versuchen überzustülpen, geht das meistens schief. Das liegt auch an der ganz besonderen Chemie, die man, will ich mal sagen, auch in Kulturschaffenden findet. Insofern glaube ich, wenn innerhalb der Kulturszene so etwas gewünscht ist, muss das aus der Kulturszene wachsen. Und dann kann man ja möglicherweise, wenn das Projekt auch überzeugend ist, vielleicht über eine Projektfinanzierung nachdenken. Ansonsten glaube ich auch, wie es der Minister gesagt hat, das Bildungsministerium, auch die Landkreise stehen ja heute schon beratend zur Verfügung. Der Bildungsminister hat gesagt, es gibt da noch Effizienzreserven, so will ich es mal benennen, die wir in den nächsten Jahren auch erschließen wollen, sodass das hier auch zu deutlich besserer Kommunikation kommt. Das ist auf der Landkreisebene sicherlich jetzt auch nach der Kreisgebietsreform auch vonnöten, sodass man da vor Ort auch die Kulturschaffenden vernünftig berät. Ansonsten will ich zu sagen, eine höhere Eigenfinanzierung der Kultur ist natürlich immer zu begrüßen. Und es ist ja nicht so, dass es solche Initiativen nicht gibt. Wir kennen das von vielen Theatern, da gibt es Fördervereine. Wir haben Bibliotheken, die Fördervereine haben und, und. Überall sind ja auch schon Leute in der Kulturszene unterwegs und beraten und schaffen für Kulturschaffende Mehrwert und auch Drittmittel heran. Deshalb glaube ich, dass es so richtig ist, wie wir das machen. Land und Kommunen stehen beratend zur Seite. Aber wenn man tatsächlich innerhalb der Kulturszene meint, man braucht da eine zentrale Stelle, die das bündelt, muss so etwas aus der Kulturszene selbst wachsen und kann nicht von oben durch das Land übergestülpt werden. Und deshalb wird es Sie nicht verwundern, Herr Koplin, lehnen auch wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.